Hallo auf dem Kanal Nadi 1112 in Nadis Bücherwelt. Ich freue mich, euch wieder zu einer Rezension begrüßen zu dürfen. Und zwar geht es um das Buch Die Schmetterlingsinsel von Corinna Buhmann. Bevor ich jetzt mit dem Inhalt anfange, möchte ich euch erstmal dieses tolle Cover zeigen. Das war eigentlich das, was mich sofort angesprochen hat bei diesem Buch. Es sieht einfach ganz toll aus mit diesen Orchideen. Diese ziehen sich dann auf der Seite des Buches weiter mit diesem Schmetterling und auch unten am Buch geht diese Borte einfach weiter. Es ist ganz, ganz toll gemacht, auch von hinten, überall diese Schmetterlinge. Es ist wirklich ganz, ganz toll, dieses Buch vom Cover her, aber auch vom Inhalt. Erstmal, es ist im Mühlstein Verlag erschienen, hat 555 Seiten und hat 9,99 Euro gekostet. Dieses Buch spielt in zwei Zeiten. In der einen Zeit, das ist die jetzige Zeit, geht es um Diana. Diana ist verheiratet und erwischt ihren Mann beim Fremdgehen und merkt eigentlich dann, dass ihre Ehe schon lange nicht mehr richtig existiert. Sie erhält dann einen Brief von Mr. Green, dem Butler ihrer Tante Emily. Und dort erfährt sie, dass ihre Tante wieder einen Schlaganfall hat und dass es ganz schlecht um sie steht und Diana, sie möchte einfach Diana nochmal sehen. Diana reist dann nach England und ihre Tante bittet sie darum, ein lang gehütetes Familiengeheimnis zu lüften und bevor sie stirbt, gibt sie ihr einen kleinen Anhaltspunkt. Dann spielt dieses Buch in der Zeit 1888. Hier geht es um die Ur-Urgroßmutter Dianas, um Grace und ihre Schwester Victoria. Victoria ist 13, Grace 18 Jahre alt und eigentlich für die damalige Zeit im heiratsfähigen Alter. Sie sind nicht sehr erfreut, als sie erfahren, dass ihr Onkel Thomas, der in Sri Lanka eine Teeplantage hat, verunglückt ist und ihr Vater jetzt mit ihnen zu dieser Plantage reisen möchte, um zu schauen, wie wie er da lebte, weil sie lange keinen Kontakt zu ihrem, weil er lange keinen Kontakt zu seinem Bruder hatte. Kurzerhand reist die ganze Familie also nach Sri Lanka auf diese Plantage und Grace ist darüber sehr unglücklich, weil eigentlich sollte sie zum Debütantenball gehen und vor der Königin tanzen und sich einen Bräutigam aussuchen. Das alles fällt jetzt natürlich flach, weil der Tod ihres Onkels Priorität hat. Auf dieser Farm lernt sie dann den einheimischen Vikrama kennen. Und Vikrama ist, Grace ist direkt von Vikrama begeistert. Sie weiß zwar gar nicht, was richtig los ist und eigentlich geht das ja auch gar nicht, weil sie ist im Grunde genommen was Besseres und er ist nur so ein Einheimischer. Da würden ihre Eltern also nie zustimmen. Und Vikrama ist sowas wie der Verwalter von dieser Ranch. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel verraten. Auf jeden Fall verliebt Grace sich in Vikrama und er auch in sie. Und sie treffen sich heimlich. Alles wäre eigentlich soweit gut, gäbe es da nicht diesen bösen Nachbarn Mr. Stockton. Denn Mr. Stockton hat ebenfalls einen heiratsfähigen Sohn und möchte gerne, um an diese Ranch zu kommen, dass sein Sohn Grace heiratet. Dieser Sohn ist aber alles andere als ein Volltreffer. Er ist sehr dünn, ein nichtssagender Mensch, der tote Tiere ausstopft und Grace ekelt sich so davor. Und als sie mitbekommt, dass auch ihre Mutter ganz begeistert ist von der Idee, dass diese beiden Plantagen dann zusammenkommen und Grace ja auch die Erbin dieser Teeplantage dann ist, bekommt Grace richtig mit der Angst zu tun und vertraut sich wie Grandma an. So, mehr möchte ich jetzt gar nicht erzählen. So viel vielleicht noch. Diana macht sich also auf die Suche und findet eben viele, viele Sachen, eben dieses Geheimnis und was damals dann wirklich mit Grace passierte heraus,
wofür sich die ganze Familie nachher schämte. Mehr will ich nicht erzählen. Ich war sehr begeistert von dem Buch. Ich fand, es ist dadurch, dass es auch immer diese Zeitsprünge gibt, ganz interessant zu lesen. Und man kommt eigentlich bis zum Schluss nicht drauf, was denn nun wirklich so Schlimmes in der Familie passiert ist und warum Tante Emily gerade jetzt jemand brauchte, um dieses Geheimnis aufzudecken. Ich war sehr begeistert von dem Buch. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wer da gerne solche, so in der früheren Zeit, oder Bücher über die frühere Zeit liest und gerade so mit Teeplantagen. Es wird wunderbar beschrieben auch und es ist wirklich einfach ein Buch zum Entspannen, zum Träumen. Dann kann ich es wirklich nur empfehlen. Die Schmetterlingsinsel von Corinna Bohmann im Ohlstein Verlag erschienen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch das Buch ein bisschen interessant dargestellt und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!